Engel, Hiobs Botschaft. Fegefeuer. Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Siehe, ich kenne eure Gedanken und eure Ränke, mit ihnen ihr mir Unrecht antut. Hiob, Kapitel 21, Vers 27. Prolog. Ein leichter Herbstwind fegte brüchiges, braunes Laub über den Vorplatz des Vatikan, als die Träger die Sänfte des Mannes eiligen Schrittes zurück zum Palast des Konsistoriums trugen. Ihre Gewänder wiesen sie als nicht geweihte Bedienstete der angelitischen Kirche aus. Bruder Karel, der ramelitische Ostarius, der am Tor Dienst trat und die Namen der Kommenden und Gehenden verzeichnete, sah den prunkvollen, in weiße und purpurne Tücher gehüllten Tragstuhl schon von weitem durch das merkwürdig finster goldene Dämmerlicht des gewitterschweren Spätnachmittags nahen. Er beeilte sich, das eichende und mit schmiedeeisernen Bändern beschlagene Doppelportal weit aufzustoßen. Die beiden michaelitischen Templer, die das Tor selbst bewachten, nahmen eine noch militärischere Haltung an. Die grauen Wolken am Himmel über Aeterna verkündeten, dass es bald Regen geben würde. Karel erwartete einen jener schweren spätherbstlichen Wolkenbreinbrüche, die so typisch für das römische Wetter waren, und den nicht einmal die Prunksänfte eines Konsistorialkardinals unbeschadet überstanden hätte. Und auf keinen Fall wollte der alte Ostarius es riskieren, den Zorn eines der 12 mächtigsten Männer der angelitischen Kirche auf sich zu ziehen. An der Schwelle des Palastes hielten die Träger an, um dann gemesseneren Schrittes in den überwölbten Tunnel zu schreiten, der den Zugang zum Innenhof des Konsistorialpalastes bildete. Mit einem dumpfen Krachen schloss sich das Tor wieder hinter der Sänfte. Während der Tragstuhl von kräftigen Armen gestützt die Marmortreppen emporschaukelte, begann der erwartete Regenschauer gegen die Fenster des Torhauses. Dem Ostarius entrang sich ein leises Aufatmen. Gerade noch rechtzeitig. Der Mann stand am Fenster seines Schlafgemachs im obersten Stockwerk des Vatikan und blickte auf Roma Aeterna hinaus. Seine langen, schlanken Finger spielten mit der prunkvollen Löwenmaske, die er bis vor einer halben Stunde noch getragen hatte. Er hob sie an und blickte in das Raubtiergesicht, das bei dem geheimen Treffen sein eigenes verbarg. Ein regloses Gesicht, ohne Mimik. Die golden lackierte Löwenmaske mit den gefletschten Zähnen unter den Pausbacken verriet keinerlei Gefühlsregung. Der Mann lächelte. Ein kleines, bitteres Lächeln, ohne das geringste Quäntchen Humor. Der Blick des hochgewachsenen, fast schon hageren Mannes wanderte hinaus über die Stadt, die er zu einem Teil als die seine betrachtete. Doch sein Auge sah sie nicht wirklich. Der Herbststurm hatte sich ausgetobt, indem er in weniger als einer Stunde alle seine Wut über die ewige Stadt entfesselte, wie eine zornige Traumsaatkreatur. Die heftigen Böen hatten die Äste der Bäume in den nahegelegenen pontifikarischen Gärten gepeitscht und die Legion der ungesicherten hölzernen Klappläden des Palastes und der umliegenden Wirtschaftsgebäude versuchten im ohrenbetäubenden Wettstreit mit dem Staccato-Trommeln der Regentropfen auf den Blechdächern mitzuhalten. Schließlich hatte der Sturm sich gelegt und die Ruhe war über die Stadt eingekehrt, die als himmlisch zu bezeichnen, der Mann am Fenster versucht war. Sein Lächeln wurde wehmütig. Roma Aeterna,
war zu Bett gegangen. Und der Herr hatte einen von einem zwischen den Wolkenfetzen seltenen aufblickenden Mond nur zögerlich erleuchteten Nachthimmel über sie gebreitet. Hier und da stiegen Rauchwölkchen der Holzfeuer aus den Kaminen auf. Unten auf den Straßen übernahmen Templer den Patrouillendienst von ihren Kameraden, die nun regendurchweicht und verdrießlich in ihre Quartiere zurückkehrten. Überall in der ewigen Stadt wurden Laternen, Kerzen und Öllampen entzündet. Vor seinem Fenster auf der Terrasse mit dem gigantischen Bambusstauden in den Terrakottakübeln stand knöchelhoch das Wasser. Von der Dunkelheit der Nacht in einem schwarzen Spiegel verwandelt. Von ferne rief der helle, melodische Glockenschlag des Petrusdoms die Gläubigen zur Vesper. Zwei Katzen balgten sich auf einer Mauer des Vatikanparks, paarten sich und jaulten dabei, als sei der Herr der Fliegen persönlich in sie gefahren. Doch all das hatte für den Mann am Fenster keine Bedeutung. Nichts von dem, was er sah, erreichte ihn wirklich. Seine Augen wanderten blicklos über den Flickenteppich der Ziegel, Blech und Kupferdächer. Vor seinem geistigen Auge hingegen spielten sich lebhafte Szenen ab. Immer und immer wieder ging er in Gedanken das Treffen durch, das hinter ihm lag. Äußerlich war alles so gewesen wie sonst. Sie hatten sich in einem verschwiegenen, wie verwunschen in einem Zypressenhain um am Nordrand der ewigen Stadt gelegenen Palazzo getroffen. Die Themen, über die sie sich auseinandersetzen mussten, hatten in den Korridoren der Macht nichts zu suchen. Sie vertrugen sich nicht mit den Räumlichkeiten des Vatikan oder gar des Lateran, jener angelitischen Prunkbauten, in denen die Wände Ohren hatten und jeder Bedienstete auf der Gehaltsliste irgendeines Rivalen stehen mochte. Sonst waren sie vier gewesen. Und Masken hatten sie getragen. Nichts als alberne Larven in den Augen des Mannes am Fenster. Schließlich waren keine Außenstehenden anwesend und die vier kannten einander ohne dies. Dennoch wurden sie getragen. Immer. Immer dieselben vier Masken. Der Mensch, der Adler, der Stier und der Löwe. Um der Tradition Genüge zu tun. Immer die Tradition. Überlieferung und Brauchtum der angelitischen Kirche. Symbole der Macht. Allzeit in Übereinstimmung mit dem Althergebrachten. Aber diesmal war alles anders gewesen. Schon beim Betreten des Raumes mit dem polierten Itarsientisch hatte er die fast greifbare Spannung im Raum wahrgenommen, die Angst gerochen und die Augen des Adlers auf sich ruhen gespürt. Unerschütterlich sonst, heute aber unstet und gehetzt. Außerdem waren sie zum ersten Mal nur zu dritt gewesen. Der Stier war tot, untergegangen in den Flammen eines Fegefeuers. Ein beängstigender Gedanke, selbst für den Löwen, dass das Schicksal der gesamten angelitischen Kirche und mithin der ganzen Welt in den Händen dreier Männer lag. Der Mensch hatte zu ihnen beiden gesprochen und erklärt, wie dramatisch die Situation seit Trondheim war. Er hatte berichtet, Orfeo, der bescheidene, in sich gekehrte Abt der Sareliten, habe sich aufgelehnt gegen die vorläufigen Lösungsansätze des Konsistoriums. Sein Zorn lag begründet in der Tatsache, dass die angelitische Kirche seit dem Spätsommer vor 2 Jahren sämtliche Güterzuwendungen an den Orden des himmlischen Chores eingestellt hatte. Zu guter Letzt hatte der Mensch einen geharnischten Beschwerdebrief des obersten Choristen an die leitende Körperschaft der angelitischen Kirche verlesen. Dann, in die bedrückende Stille hinein, war die Stimme des Adlers erklungen. Des Gabrielsländers. Volltönend, aber knapp und bestimmt,
wie es sich ziemte für diesen Machtmenschen. Er hatte von den unerfreulichen Zuständen in der vollkommen überfüllten Arx erzählt, der Trutzburg der Raguliten, die östlich von Rom in den Hügeln lag, und das Klima in dem festungsartigen Refugium des gefallenen Ordens geschildert. Er war selbst dort gewesen und hatte ab per Abyss mit seinem Besuch beehrt, offiziell, um Sorge für das Seelenheil des ranghohen skandinavischen Priesters zu tragen. Im Geheimen aber, um herauszufinden, wie die Bewahrer der Technik mit dem schweren Schlag fertig wurden, den der Verlust ihres Himmels für sie bedeuten musste. Distanziert, fast als berichtete er von den Taten eines Fremden, und ohne erkennbare Höhen und Tiefen der Diktion hatte der alte Mann, der seine Stimme sonst so gut als Werkzeug einzusetzen vermochte, seine beiden atemlos zuhörenden Mitschreiter informiert, wie es den Raguliten erging. Ja, der Schock bei den Raguliten saß tief, lähmte sie und dämpfte jede Emotion. Aber sie waren viele. Beginen und Monarchen, wie Engel, scharten sich in der Arx, im Krieg gegen die Traumsaat entwurzelte. Alle Augen richteten sich auf Per Abysse. Denn Abgunda, der Vorsteher des Raguliten-Himmels, war tot. Und da die Arx neben dem Himmel das bedeutendste Zentrum des Ordens war, schien es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Notgemeinschaft der Versprengten, wie Per seine täglich anwachsende Gemeinde nannte, ihn zu ihrem neuen geistlichen Oberhaupt ernannte. Ununterdrückbar klangen die Worte des Adlers in dem Mann am Fenster nach. Dies aber darf nicht geschehen. Durch den Untergang des Himmels zu Trondheim sind unsere raguelitischen Brüdern und Schwestern in ihrer wichtigsten Aufgabe verlustig gegangen. Der Herr hat ihnen eine Bestimmung genommen. Sehen wir es als Zeichen und Wegweisung in dieser Zeit, in der es uns allen an klaren Richtungen gebricht. Schließlich hatte er den anderen beiden Vorschläge unterbreitet, wie man damit umgehen könne. Sie alle waren erschrocken bei seinen Worten. Doch nun, als er mit Abstand über das Gehörte nachdachte, kam der Mann am Fenster zu dem Schluss, der Adler könnte recht haben. Der Mann riss sich von seinem Aussichtspunkt am Fenster los und ging entschlossenen Schrittes durch einen offenen Durchgang in das angrenzende geräumige Skriptorium. Als er den marmornen Schreibtisch erreichte, nahm er noch einmal die Pergamentrolle auf, die bei seiner Rückkehr in den Vatikan hier auf ihn gewartet hatte. Schwer baumelte das in blaugraues Wachs gepresst und mit einer gleichfarbigen gedrehten Zierkordel am Papier befestigte Siegel der Rameliten, ein stilisierter Engel mit einem offenen Buch, von der Unterseite der Schriftrolle. Aufgrund der wiederholten Hinweise seines Leibdieners, wie dringlich der reitende Bote dieses Schreiben gemacht hatte, hatte er das Siegel sofort nach dem Betreten seiner Privatgemächer erbrochen. Wie bei jedem der vielen offiziellen Schriftstücke, die er täglich zur Kenntnis nehmen musste, war sein Blick zuerst an den unteren Rand des Schreibens, zur Signatur gewandert, um herauszufinden, wer da so dringlich sich an ihn wandte. Als er den Namen und das persönliche Siegel von Wilhelm Henriques, des gefürchteten Rameliten-Inquisitors, gesehen hatte, war er innerlich zusammengezuckt. Das konnte nichts Gutes verheißen. Für einen Augenblick hatte er reflexartig reagiert, wie es jeder gute Gläubige getan hätte. Er hatte nach Schuld in sich hineingehorcht. Wollte der alte Ramelit ihm etwa vorwerfen, dass er kein Analphabet war? Wohl kaum. Eine einhergehende Lektüre hatte ergeben, dass er selbst nicht betroffen war, ansonsten aber nicht eben dazu beigetragen, seine Sorge zu zerstreuen. Der Tag hatte schlecht begonnen und ging noch übler zu Ende.
Er musste mit dem Adler sprechen. Dieses Schreiben duldete keinen Aufschub. Und er wagte es kaum, sich die Reaktion des Alten vorzustellen.